Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Im letzten Video haben wir uns mit Kontrollflussstrukturen beschäftigt und uns if und if else angeschaut. Und ich habe schon bereits erwähnt, dass es eben auch das Switch Statement oder die Switch Anweisung gibt, mit der man solche else-if-Verkettungen ersetzen kann. Und genau das gleiche machen wir jetzt mal in diesem Video und schauen uns an, wie das funktioniert. Ich kommentiere jetzt diese Zeilencode hier aus. Kann man entweder über diesen Button machen oder man sieht auch dahinter schon den Shortcut. Das ist eben Steuerung K oder Steuerung und Steuerung C. Also man muss beides hintereinander drücken, damit der ausgewählte Code eben auskommentiert wird. Und wir schreiben jetzt diese else-if-Verkettung einfach mal als Switch-Statement. So. Wir machen einen Switch auf Kommandoname und innerhalb des Switch-Statements gibt man eben mit Case an, letztendlich mit dem ist-gleich-ist-gleich-Operator, wenn eben dieser Kommandoname gleich Kontakte ausgeben ist. Entschuldigung, der Doppelpunkt hier ist falsch, der muss hier hinten hin. Dann möchten wir eben gib Kontakte aus aufrufen und danach muss immer die Break-Anweisung folgen. Das Ganze wird dann einfach für alle Fälle gemacht, also auch für Kontakt hinzufügen. Hier machen wir eben die Funktion füge Kontakt hinzu und danach kommt der Break. Dann haben wir Kontakt editieren. Auch hier machen wir dann die entsprechenden Funktionsaufrufe und das Break-Statement. Und letztendlich kommt noch Kontakt löschen. Dann rufen wir eben lösche Kontakt diese Funktion auf, machen wiederum den Break. So, und dann würde ja hier oben das Else-Statement kommen, also dieser sogenannte Default-Fall. Dann wird eben die Funktion aufgerufen, die dem Nutzer sagt, wir haben das nicht erkannt, das Kommando, was du uns gegeben hast. Und hier machen wir eben Default und gib Kommando nicht erkannt aus. Und danach muss ebenfalls der Break folgen. Genau, und das ist das Äquivalent zur else-if-Verkettung hier oben. Wir können einfach mal durchdebuggen. Wir gehen mal bis zu dieser Zeile. Und ich habe jetzt noch aus dem vorherigen Beispiel eben Unsinn letztendlich bloß hier als Ding übergeben und wir sehen, wir springen sofort in diesen Default-Fall rein und wir führen diese Funktion aus und mit dem Break gehen wir eben wieder aus diesem Switch-Block raus. Wenn wir aber mal tatsächlich, ich möchte es mir jetzt gleich mal vorher, ein Kommando nehmen, das tatsächlich existiert. So. Und bis zu dieser Zeile gehen, dann springen wir eben direkt in diesen Fall hier rein. Wir fügen den Kontakt hinzu und machen dann eben mit Break den Sprung aus diesem Switch-Block. Jetzt wird man sich denken, das schaut aber von der Ausführung her ein bisschen schneller aus als dieses else-if. Ich sage Ihnen gleich, die Performance ist, egal ob Sie es so schreiben oder mit der Switch-Anweisung, ist komplett gleich. Also der Debugger geht in etwas anderen Schritten durch diese Aufrufe durch. Allerdings ist es performancemäßig unerheblich, wenn der Nutzer das Programm letztendlich im Einsatz hat.
Ich möchte bloß nochmal auf den Syntax von Switch eingehen. Wir starten eben mit dem Schlüsselwort Switch und hier geben wir letztendlich einen Wert an oder einen variablen Wert an, nach dem wir verzweigen wollen. Das könnte beispielsweise ein Parameter sein oder hier eben eine Variable. Und dann öffnet sich der Switch-Block. Wichtig auch nochmal bei dieser Angabe hier, das muss kein boolescher Ausdruck sein, wie bei if, sondern das ist einfach bloß ein Wert. Und dann gibt man innerhalb des Switch-Blockes sogenannte Fälle an, auf Englisch eben Case. Ein Case wird gestartet mit dem Schlüsselwort Case. Und hier gibt man dann den Wert an, der gleich sein soll mit dem Kommandoname, in diesem Fall hier. Und wenn das eben der Fall ist, dann wird dieser Code nach dem Doppelpunkt ausgeführt. Also das. Und am Ende eines Falls muss immer das Break-Statement stehen, wie man hier sieht. Was passiert dann implizit? Letztendlich nichts anderes als hier oben. Also der Kommandoname wird mit dem ist gleich Operator genutzt, um diesen Wert, den man hier beim Case angegeben hat, jeweils zu vergleichen. Und sobald man hier eben auf bestimmte Sachen trifft, gibt man eben, wird nach dem Doppelpunkt angegeben, welcher Code ausgeführt wird. Und am Ende muss immer ein Break folgen. Das heißt, wir springen dann raus. Was auch möglich ist, dass man nicht nur eine Case-Angabe macht, sondern mehrere. Wir können zum Beispiel sagen, wenn das Kommando heißt Kontakte anzeigen und oder das Kommando Kontakte ausgeben heißt, dann würde jeweils in dieses Stück Code hier gesprungen werden. Also das hier folgt jetzt oder dieser Code wird letztendlich ausgeführt werden, wenn entweder das Kommando Kontakte anzeigen oder eben Kontakte ausgeben heißt. Das ist mit Case oder mit der Switch-Case-Anweisung auch noch möglich. Das würde man hier oben eben mit dem Oder-Oder-Operator machen und dann würde man hier nochmal Kommandoname gleich Kontakte anzeigen heißen. Genau, das ist die zweite Möglichkeit, else-if-Verkettungen zu machen. Was beim Switch ein bisschen einschränkt, ist eben, dass man nur den ist gleich Operator letztendlich hat. Wir können ja hier bei der if-Abfrage auch andere Sachen anwenden, wie den kleiner gleich Operator und so weiter. Das geht nicht bei Switch, da ist immer der ist gleich Operator gefragt. Und im Allgemeinen möchte ich auch noch sagen, dass diese großen else-if-Konstrukte eigentlich nicht gutem objektorientierten Design entsprechen. Also es ist vollkommen okay, wenn man in seinem Code mal if und else, so in diesem einzelnen Fall beispielsweise, nutzt. Allerdings sollte man, wenn man denn dann weiß, wie es geht, das schauen wir uns in späteren Videos noch an, diese großen Switch Case oder diese großen else-if-Konkatenierungen ersetzen durch polymorphe Aufrufe. Das nur mal zum Hinweis, also das, was wir hier gerade im Video sehen, ist zwar programmiertechnisch in C-Sharp möglich, aber nicht der Gipfel der Weisheit. Aber solange wir nicht genau wissen, was denn überhaupt Polymorphie und wie Polymorphie mit Vererbung zusammenhängt und wie man das einsetzen kann, um sowas zu vermeiden und warum man das überhaupt macht, ist es natürlich legitim für Sie, dass Sie Switch Case oder Else If in diesem Stile jetzt erstmal in den Übungen nutzen. Ja, dann sage ich mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben uns hier eben die Switch-Anweisung angeschaut als Alternative für else-if. Und im nächsten Video gehen wir dann zu Schleifen über, genauer gesagt die While- und die Do-While-Schleife. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.